Hallo und herzlich willkommen. Wie schlägt sich der Acer Nitro 5 als Desktop-Ersatz und als Spieleplattform? Kann es im Test einen richtigen Gaming-PC ersetzen? Wie kommt es mit Windows 11 und Linux zurecht? Welche Framerates bekommt man in beiden Betriebssystemen? All diese Fragen kläre ich in den nächsten Minuten. Außerdem noch im Video: Eignet sich das Notebook auch für Filmproduktion und Musikbearbeitung? Zum Schluss zeige ich dir außerdem, was ich mit dem Acer Nitro 5 mit Ubuntu nicht konfigurieren konnte. Seit einer Woche bin ich stolzer Besitzer des Acer Nitro AN517-52 oder kurz Acer Nitro 5. Den Acer Nitro 5 gibt es in vielen verschiedenen Ausführungen, wie ein Blick auf Amazon zeigt. Das Tolle ist, das Notebook ist, was den Arbeitsspeicher und SSD angeht, aufrüstbar. Ich habe meinen von Alt Computer in Nürnberg gekauft. Links dazu findest du natürlich in der Videobeschreibung. In der Grundausstattung enthält das Notebook statt September 22 folgende Komponenten: 8 GB DDR-Arbeitsspeicher, verbaut auf einem von zwei Sockels. Der Speicher lässt sich somit auf 32 GB aufrüsten. Es ist eine 512 GB SSD montiert. Der zweite SSD-Platz ist frei und bietet somit Platz zum Aufrüsten. Den Arbeitsspeicher habe ich schon beim Kauf auf 32 GB updaten lassen. Zusätzlich enthält mein Gerät noch eine zweite 2 TB große SSD. Genug Rechenpower bietet der Intel Core i5 10300H Prozessor. Der Intel Core i5 10300H ist ein Quad-Core für Notebooks, der auf dem Comet Lake Architektur basiert. Das Setting hat mich inklusive Einbau 1287 Euro gekostet. Es enthält daher 4 Kerne und 8 Threads. Der Prozessor bietet genug Rechenpower für 3D-Spiele in Full HD Auflösung und schont den Akkuverbrauch. Angetrieben wird der Prozessor mit 2,5 GHz und im Turbo-Modus mit bis zu 4,5 GHz. Die mobile Nvidia GeForce RTX 350 sorgt für stabile Framerates bei Spielen. Die GPU hat 4 GB DDR-Speicher. Die Grafikkarte taktet von ca. 700 MHz bis 1500 MHz und kann Raytracing. Die verbauten 16 Raytracing und 64 Tensorkerne können in einigen Spielen zu höherer Leistung verhelfen. Das 17 Zoll IPS Bildschirm hat eine Pixeldichte von 127 ppi und läuft mit 120 Hertz. Auf 17 Zoll ist die 1080p Auflösung gestochen scharf, somit hat es auch die GPU deutlich einfacher. Meiner Meinung nach sind höhere Auflösungen auf 17 Zoll nicht notwendig, aber das hängt natürlich wie immer vom Betrachter ab. Vorinstalliert war bei meinem Laptop Windows 11. Acer bietet einige Tools, die das Gamer-Feeling erhöhen sollen. Mit NitroSense kann man auch während dem Spielen per Knopfdruck die Lüftergeschwindigkeit kontrollieren. Mit DTS kann man den Sound speziell anpassen. Am besten, wir hören uns das mal an. Solche Tools gibt es unter Linux nicht. Leider. Um Ubuntu auf dem Acer zu installieren, musste ich im BIOS den SATA-Modus auf AHCI mit STRG plus S umstellen. Der Sound, Bluetooth, WLAN und so weiter funktioniert alles ohne Gefrickel. Kommen wir nun zu den Benchmark-Tests. Damit die betriebssystemübergreifend vergleichbar sind, habe ich Tools verwendet, die es für Windows und Ubuntu gibt. Links findest du natürlich in der Videobeschreibung. Beim Unity in Superposition Test in 1080p, Texturen auf High und Shaders auf Medium schneidet Windows im Vergleich zu Linux mit 7 FPS besser ab. Im Schnitt liegen wir hier meist zwischen 60 bis 70 FPS. Das kann sich sehen lassen. Aufgefallen ist mir, dass der Lüfter unter Windows doch recht laut wird. Als nächstes teste ich das Acer Nitro 5 mit dem Dekai Benchmark. Es verwendet die Godox Engine und ist kostenlos auf Steam verfügbar. Hier lassen wir den Test mit Ultra Settings durchlaufen. In Windows 11 erhalten wir im Schnitt 75 bis 80 FPS.
Bei Linux sind es diesmal 5 FPS mehr, also 80 bis 85 FPS. Leider liefert der Benchmark keine Zusammenfassung, somit sind die Werte von mir grob geschätzt. Diesmal waren in beiden Betriebssystemen die Lüfter vergleichbar und ziemlich leise. Anschließend teste ich den Schlepptop mit Spaceship Visual Effects Benchmark. Auch dieser ist kostenlos auf Steam erhältlich und schnell auf der Festplatte installiert. Die Grafikeinstellungen konfigurieren wir diesmal auf High. In diesem Benchmark liegt Windows deutlich vorne. Im Schnitt haben wir mit Windows 11 84 FPS. In Linux erhalten wir nur 61 FPS. Auch in diesem Test musste ich unter Windows ein recht lautes Lüftergeräusch feststellen. Ich bediene mich an den Floskeln des YouTube-Channels von Hardware Deals. Die nennen jeden Test mit Counter-Strike GO Toaster-Test. Nun, das Game läuft auf beiden Betriebssystemen. Es gibt im Steam Workshop ein paar Benchmarks für Counter-Strike GO, aber die taugen meiner Meinung nach nix. Ich kam dabei auf circa über 300 FPS. Das erscheint mir unrealistisch. In der realen Zocksituation sind es gute 100 bis 110 FPS im Durchschnitt. Meiner Meinung nach läuft es auf Windows 11 und Ubuntu 22.04 gleich gut. Als Setting habe ich alles auf Hoch mit 8-fach Anti-Aliasing eingestellt. Ich fasse die Ergebnisse zusammen. Das Nitro 5 AN517 ist bestimmt nicht die Killer-Gaming-Maschine. Aber man kann damit auf hohen Einstellungen spielen. Abgesehen davon wiegt das Teil nur 2,7 Kilo. Das ist relativ leicht, verglichen mit ähnlichen Geräten. Der Hersteller gibt 8 Stunden Akkulaufzeit an. Das haut nicht ganz hin. Beim Zocken ist der Akku je nach Spiel nach 1 bis maximal 2 Stunden leer. Im Office-Betrieb hält der Akku ca. 5 Stunden durch. Ansonsten gibt es aktuell noch das Problem, dass LM-Sensors unter Linux zwar die Temperaturen erkennt, aber die Lüftergeschwindigkeit wird noch nicht angezeigt. Vielleicht bringen zukünftige Kernel-Updates Abhilfe. Mit dem Acer Nitro 5 kann man natürlich auch Filme schneiden und Musik aufnehmen. Für meinen YouTube-Film Kellerboden mit Bodenfarbe beschichten hat das Rendern von ca. 120 Objekten mit 10 GB Rohmaterial ca. 7,5 Minuten gedauert. Der fertige Film hat eine Länge von knapp 9 Minuten. Das geht also recht fix. Wie immer zum Schluss bedanke ich mich für das Zuschauen. Hinterlasse einen Kommentar und teile mir deine Testergebnisse mit. Also, ciao, tschüss und auf Wiedersehen.